Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Beim letzten Mal haben wir Gisa Maluke geraped. Hart geraped mit unseren mächtigen großen Dödeln. Und nun werden wir weiter zocken, denn wir sind nun bei Sarah und bei Hauptmann Zidane und wollen natürlich jetzt nach Alexandria zurückkehren, beziehungsweise wollen erstmal nach Treno gehen, denn von Treno aus wollen wir unseren Weg finden. Das ist ein schöner Platz, da scheint die Sonne. Lasst uns hier hinsetzen. Lasst uns hier hinsetzen. Lasst uns. Ja, das ist richtig. Schaffner. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Jo. Le, le, le. Ne, 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 ne. Aushilfe Mary. Halt! Noch nicht abfahren. Oh, oh. Oh, puh, gerade noch erwischt. Ah, Mary, du bist ein Stück. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Hä? Alles festhalten, der Zug fährt aus. Ja, ein Schaffner zu sein ist schlimm. Puh, irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mogri im Wald der Schokobos. Ja, Sarah war bei Pornomene und Heiner hat Pornomene damals gefragt, ob er ein hübsches Mädchen gesehen hat. Und Pornomene antwortete, nee, nur ein hässliches. Und okay, Sarah war tatsächlich bei Pornomene. Und wir wissen nun, dass Pornomene offenbar nicht auf schwarzhaarige Damen steht. Und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Zidane, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schon gut. Bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem mich Heiler auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl! Der Kerl war die Frechheit in Person! Selbstsüchtig und trotzköpfig! Ich werd's nochmal sagen und diesmal werde ich wild gestikulieren. Der Kerl war die Frechheit in Person! Selbstsüchtig und trotzköpfig! So, es macht sehr viel Spaß, Zidans Text vorzulesen, wenn man wild gestikuliert und die Fäuste schwingt wie ein betrunkener Italiener. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der gegenüber Fräulein Sarah ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Räusper. Ich hoffe, dass ich jetzt eventuell... Juhu, ich bin endlich wieder mit meinen Leuten vereint, mit der Haupttruppe. Shiva ist am Zug. Kannst du aufstehen, mein Bester? Shiva, kümmert euch nicht um mich. Rettet Bomisia. Rettet unser Königreich Bomisia. Wer war das? Wer hat es gewagt, Bomisia zu überfallen? Ja, wir müssen nach Bomisia eilen und müssen den Menschen dort helfen, die von den Schwarzmagiern getötet werden. Haben nun ein neues Gebiet hier. Wir befinden uns nun im Hoheitsgebiet von Bomisia. Wir befanden uns anfangs ja hier in Alexandria, dann hier in Lindblum und nun im Hoheitsgebiet von Bomisia. Und es ist sehr praktisch, dass wir hier sind. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Und ich werde euch auch sagen, warum. Zuallererst müssen wir Fußspuren finden, und zwar die Fußspuren von... Ah, sehr schön. Wir werden erstmal das Tor hier betreten. Und zuallererst werden wir einen Zufallskampf erstmal hinter uns bringen. Denn die gibt's natürlich ja auch. Wir sind im Weltmodus und im Weltmodus ist es sehr gefährlich, zu Fuß zu gehen. Unser Gegner ist ein Echsenmensch mit zwei Äxten. Ein Echsenmensch mit zwei Äxten. Das klingt doch sehr gut, sehr vortrefflich. Wir werden ihn mit einem geflissentlichen Sprung, mit einem Schlag in die Fresse, mit einem Eis in die Fresse und mit einem Mistgabelangriff mitten in die Nüsse
vernichten und ich bin mir sehr sicher, dass sie die nächste Runde nicht überleben wird. 406 Schaden. Protest macht er. Mit Protest halbiert er sämtliche physische Angriffe, die Stärken der physischen Angriffe, die er abbekommt. Ja, bei Zaubern wirkt Protest allerdings nicht. So, Eis an Echsen ist gut. Und wir sehen, Eis an Echsen ist ganz wunderbar gut. Der Gegner ist tot. Tot wie eine Klappstuhle. So. Lalalalalalalalala. Ich bekomme keine Items. Habe jetzt 27.770 Gil. Viele Siebenen. Siebenen sind gut. Das weiß jeder, der gerne mal an der Slotmaschine sitzt und zockt. So, hier ist ein Tor. Da wollen wir rein. So, ihr mögt euch eventuell an die Torszene damals mit dem Tor, mit der wunderbaren weiblichen Frauenstimme, mit der weiblichen Frauenstimme, denn es gibt natürlich auch weibliche Männerstimmen. Das gibt's tatsächlich sogar. Hey, interessant. ihr erinnert euch an das weibliche Torstimmentor, von dem ich Potions gekauft habe. Das hier ist der Hintern dieses Tores und der Hintern dieses Tores sieht sehr schön aus. Ja. Der Wind hat es mir verraten. Der Geruch von Verbranntem und der Geruch von Blut. Hinter den Mauern spüre ich den Rausch des Triumphes, gerade frisch vom Krieg heimgekehrter Soldaten. Hier riecht es komisch, Schmampf. Das verheißt nichts Gutes, Schmampf. Aber die Blumen riechen gut, Schmampf. Aus seinem natürlichen Verhalten kann unser eins noch Lehren ziehen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob man von dem noch was lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie er, wie der werte Maxi. Sie hätte auch sagen können, wie die werte Maxi oder wie das werte Maxi. Aber sie hat gesagt, der werte Maxi, was wiederum impliziert, dass auch sie annimmt, dass sie ein Männchen ist. Das wollte ich einfach mal sagen. Ja. Ja, diese Blume, sie schmeckt ausgezeichnet, Mampf. Siehst du? Wunderbar. Er hat sich absolut gelohnt. Nein, nein, der Schein trügt sicherlich. Ja, Shiva interpretiert in die Menschen sehr viel rein. Das mag ich. Uns läuft die Zeit davon. Lasst uns gehen. Pumicia ist nicht mehr weit. Was auch nicht mehr weit ist, sind diese beiden Truhen. Und die Truhen will ich haben, denn ich mag Truhen. Ich bin ein Dieb und ich liebe Truhen. Ich habe ein Zelt erhalten, ein zeltiges Zelt der Zeltigkeit. Und ich habe eine High Potion erhalten. Eine high-potionigere So, wir hauen auf jeden Fall, ja. Schönes Gebiet. Wir werden dieses Gebiet niemals wiedersehen, denn ich werde da niemals mehr reingehen. Ich hoffe, ihr habt euch das Gebiet lang genug angeschaut. Ja. So, als nächstes wollen wir etwas finden. Und zwar wollen wir die Fußspuren eines Chocobos finden, denn wir wollen unbedingt auf einem Chocobo reiten, um den Zufallskämpfen zu entgehen. Und wie wir sehen, es regnet hier. Promethea ist das Land des ewigen Regens und ich mag Regen zwar sehr gerne, ich mag den Klang von Regen und ich mag es sehr gerne, wenn ich Leute dabei sehe, wie sie durch den Regen gehen und sich die Hände bei den Kopf halten und rumschreien und Dinge sagen wie, ja, mein Make-up verläuft, oh, mein Make-up. Oder wie Männer rumlaufen und sagen, oh, meine Hose ist nass, meine Hose. Das machen Männer auch gerne, wenn es nicht regnet, sondern, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich ein Chocobo finden und gehe aus dem Regen raus, denn im Regen stehen ist wie im Regen stehen. Und wir sehen hier etwas. Da war was im Sand. Haben wir was im Sand gesehen? Was Sandiges im Sand? Ich bin äußerst gespannt, was da im Sand zu finden ist. Wir kämpfen auch im Sand, okay? Unsere Gegner sind Skeletor und Skeletors Zwillingsbruder, Skelebor. Skeletor und Skelebor müssen beide vernichtet werden, denn sie sind böse und bösartige Wesen müssen getötet werden. Und der Schaden war jetzt gar nicht so gut wie damals. Achso, ja klar, ich habe auch Weihrauch abgelegt. Ich muss mal wieder meine Abilities mal wieder neu anlegen. Blitzbamsen. Voll in die Fresse hat er mir gebamst. Das gefällt mir gar nicht. Und das gebe ich ihm zurück. Rotationsklinge. Neue Technik, kenne ich noch nicht. Autsch, das sah gefährlich aus, aber war nicht gefährlich. Der Schein trügt, genau wie Shiva vorhin gesagt hat. Ja, der Gegner ist tot und das Feuer wird den anderen Gegner auch töten. Dort. Adios, wieso lebt er noch? Töte ihn, Heiler, töte ihn. Bam!
Sehr gut, Heiler hat ihn getötet. Der Heiler, auf ihn ist nämlich Verlass. Denn sein wunderbares Schwert kann jeden töten. Selbst deine Mutter. So, ich habe gemacht gelernt, das ist wunderbar. Wir sind immer noch auf der Suche nach Fußabdrücken. Wir hoffen, dass wir die Fußabdrücke bald finden, denn dann kann ich endlich hier diesen Zufallskämpfen entfliehen. Die Zufallskämpfe gehen mir nämlich mördermäßig auf den Schwanz. So, hier haben wir den Sandwirbelsturm. Ich gehe da nicht zu dicht ran, denn ich habe ein bisschen Angst, dass der Sandwirbelsturm mich erfasst und mich tötet. Das wäre nicht so fein. So, wir gehen auf jeden Fall hier raus. Hoffe, wir finden hier echt Fußabdrücke. Wäre schade, wenn dem nicht so wäre. Da vorne sind welche. Wuhu! Ein Zufallskampf noch, dann haben wir Fußabdrücke und können endlich mit Chucky, mit dem wunderbaren Schokoladen-Chocobo, durch die Gegend reiten und vermeiden sämtliche Zufallskämpfe, die wir hier normalerweise zufälligerweise haben würden. Zwei Echsenmenschen sind unsere Feinde. Hallo, Echsenmensch. Echsenmensch. Der menschlichste Mensch der Echsen. So eine Dracome... Natter. Natter oder Natter? Na, vergiss mal. Auf jeden Fall voll aufs Gesicht. Dann gibt es noch eine mehr und dann zum Schluss gibt es noch ein Eis. Ich bin gespannt, ob sie die erste Runde überleben. Ich denke schon. Ja, der Schaden, wie man sieht, ist vortrefflich schlecht. Sehr gut, das könnte doch funzen noch. Nee, das funzt nicht. Es sei denn, das Eis tötet den, aber davon gehe ich mal nicht aus. Achso, Shiva ist dran, na klar. Ja, genau. Eisbämsen! Voll in die Fresse. Wir haben ihn voll in die Fresse gebamst. Der nächste Angriff wird ihn töten, es sei denn, der nächste Angriff kommt von Maxi. Ist aber nicht der Fall, denn die Draco Megere wird ihn ins Jenseits befördern. Wunderbar. Hat wunderbar funktioniert. Wir haben zwei Trancen vor uns. Die von Maxi und die von Shiva. Und was wir noch vor uns haben, sind wunderbare Fußabdrücke eines Chocobos. Und diese Fußabdrücke werden wir nun erspähen. Denn ich will endlich mal hier weiterkommen, Leute. Endlich mal weiter will ich kommen. Weiter, hebe, hoppe, reide. So, da vorne sind die Dinger. So, ich gehe ins Menü und aktiviere... Und aktiviere das Gieserkraut, denn... Krä! Mein wunderbares Chucky ist da. Ach, Chucky, ich liebe dich. Du bist so schön. Hallo, Chucky. Krä! So, ich kann nun nämlich einen Schatz suchen. Und das werde ich machen. Denn wie ihr hier seht, in der Nähe einer... In der Nähe einer windigen Stadt habe ich so eine Küste schon mal gesehen, Kubo. In der Nähe einer windigen Stadt, und was bitte könnte windiger sein als ein Tornado, der in einer verfickten Wüste gedingsdönst. Außerdem, seht euch mal dieses Bild an, das sieht ein bisschen so aus wie das auf der Karte. Findet ihr nicht? Naja, wie dem auch sei. Prüpp! 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 Ja, wir werden hier hacken, fleißig hacken, denn über kurz oder lang wird uns auf jeden Fall irgendwas ins Auge stoßen. Und wir haben es gefunden! Krä! Auf einen Schatz gestoßen! Schatz Nummer 3 mittel. In der Schatztour ist merkwürdiger Rauch. Bob Marley sitzt in der Schatztour und pustet uns mit seiner kiffenden Wichse voll. Und wir werden echt müde. Wir werden total müde, total müde. So abgefahren, das flasht einen so mega mäßig. Ey. Geil. Wir sind im Weltraum auf einem kleinen Planeten, der, ja. Chocobos Traumwelt. Ja, Chucky ist total stoned. Voll gekloppt mit Höhenfliegern. Und wir sehen sich drehende Chocobos. Und einen fetten Typen in der Mitte. Ach du heilige Mutter. Sie besuchen die hierher kommen. Sie suchen nach der Heimat und ihren Freunden. Oh, Choco. Du suchst das friedliche Zusammenleben mit deinesgleichen. Ist das nicht so? Du, der seine Heimat sucht. Wir erwarten deine Heimkehr. Du bist jetzt blau. Blau. Oh, Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, auf seichtem Wasser zu gehen.
Zu einer Sandbank landest du über den Sandstrand. Der Weg ist noch lang, aber du hast bereits einen großen Schritt getan. Lebe wohl! Ich widme mich jetzt meinem Marihuana. Yeah! Ja, wir waren gerade... Vergesst, was ihr gesehen und gehört habt. Vergesst es. Wir sind jetzt blau, wir sind hellblau und sind nun in der Lage, durch seichtes Wasser zu laufen. Und seichtes Wasser ist dieses Wasser. Wuhu! Wir laufen durch Wasser, Wasser ist schön, Wasser, 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 darüber können wir gehen. Wasser, 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 ich freue mich so sehr. Chocobo, wuhu! Ja, Chocobo ist saugeil, saugeil, Oberporno, sau, super, mega geil. Und wir werden jetzt durch die Gegend laufen, weil wir es können. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, denn es wird wahrscheinlich nichts nützen. Ich laufe sinnloserweise hier sinnlos durch die Gegend. Sinnlos. Auf jeden Fall werden wir hier irgendwo hinkommen. Und dieses irgendwo ist hier. Wir sind nun hier. Hallo. Das bringt natürlich nichts. Wir haben jetzt allerdings, ihr seht da oben bei Chocobo Abilities neben Field Reef. Wir können nämlich nicht nur noch über Flachland laufen, sondern wir können auch über seichtes Wasser laufen und nun haben wir auch die Möglichkeit, diese anderen Schätze, die wir hier unten sehen, zu finden. Und zwar am Sandbank der Sicht, des Kontinents des Nebels, gibt es viele Inseln. Und des Weiteren hier, der Strand der Papageien ist ein Paradies für Urlauber, Kupo. Kupo! Wuhu! Und das wollen wir machen. Da wollen wir hin. Und das würde uns frohlockenderweise frohlockig locken, flocken, schnocken, rocken. Bis wir das allerdings machen, will ich noch kurz was ausrüsten. Wir haben jetzt, bevor wir weiter voranschreiten in der Geschichte, noch das ein oder andere zu machen. Das Wichtigste voran, wir haben eine neue Waffe für Blue und die Waffe ist der Glitchstock. Die Kraft eines Eisgottes ist in diesen Zauberstock gebannt, trägt Angriffselement Kälte in sich. Und wir besitzen nun einen Level 2 Zauber, und zwar die Level 2 Fertigkeit Eisra. Mit Eisra sind wir nun in der Lage, einen kälteelementaren Angriff einzusetzen. Und es geht noch wunderbar weiter. Der Filzhut, den wir hier besitzen, verstärkt das Angriffselement Kälte. Und des Weiteren, das ist genauso großartig, besitzen wir den Korallenring. Und der Korallenring absorbiert das Angriffselement Donner. Und des Weiteren ist noch etwas anderes, großartigerweise ganz fantastisch. Der Tatzelwurm ist nämlich ein Drachen. Und Drachen sind samt schwach gegen Eisangriffe, wie zum Beispiel Eisra, das durch den Filzhut jetzt noch verstärkt wird. Und da er mit seinem Donnerscheiß mich nicht mehr töten kann, und da er mit seinen normalen Pissangriffen nur antöten kann, werde ich ihm mit Blue kräftig den Arsch ficken. Yeah! Ich werde den Tatzelwurm in der nächsten Folge kräftig, ich werde es ihm kräftig besorgen. Ich freue mich sehr darauf, wie ich auf Level 14 oder Level 15, keine Ahnung, ein Level 60 Monster kräftig vergewaltige. Und ich werde mich so freuen, wenn ich den getötet habe. Das glaubt ihr gar nicht. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich werde nun, wie gesagt, den Tatzelwurm rapen in der nächsten Folge. Werde vorher allerdings noch die beiden Schätze, die ich mir noch schnappen kann, im vorherigen Gebiet holen. Denn wir haben jetzt nur den blauen, den hellblauen Chocobo. Und dann werden wir weitermachen. Alle in den nächsten beiden Folgen erstmal optionaler Tant. Viel Spaß. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir sehen uns wieder, Freunde der virtuellen Sonne. Ich werde auf jeden Fall mächtig popächtig einem großen grünen Drachen seinen hässlichen, grünen, verfilzten Gift-Blitzespein in den Arsch treten. Und dann werde ich mein Game Over mehr als wieder ausmerzen, denn es wird wunderbar werden. Adios, Freunde. Adios.